starken Rückenwindhöhe während der Landung und die Sicherheitsvorschriften erlauben uns keine Landung, wenn wir mehr als 900 Meter über der Piste schweben. Irgendwann wird es dann kritisch, dass wir nicht mehr bremsen könnten und hinten über die Piste rausgehen. Darum kriegen Sie heute zwei Landungen zum Preis von einer. Wir werden jetzt hier auf der Südseite der Piste nochmals eine Runde drehen und erwarten die nächste Landung in ca. 6 bis 8 Minuten. Richtig.